Willkommen zu meinem spannenden neuen Video, in dem es um das geheime Wissen rund um die Heilkraft des Johanniskrauts geht. Was ist das Johanniskraut? Das Johanniskraut heißt mit seinem lateinischen Namen Hypericum perforatum und ist eine Pflanze, die in der Volksheilkunde seit vielen, vielen Jahrhunderten eine bedeutende Rolle spielt. Sie wird aufgrund ihrer vielfältigen Heilwirkungen oft auch als sogenanntes Lichtkraut bezeichnet, insbesondere wegen ihrer Verwendung bei der Behandlung von Depressionen und anderen Stimmungsstörungen sowie auch zur Wundheilung. Das Kraut ist auch Gegenstand einiger faszinierenden Legenden und eine davon besagt, dass der Teufel so erbost über die heilenden Kräfte des Krautes und seiner Assoziation mit dem Licht und der Positivität war, dass er das Kraut mit Nadeln durchlöchert hat. Und das sehen wir noch heutzutage an den zahlreichen kleinen Öldrüsen, die auf der Unterseite der Blätter auch noch heute sichtbar sind. Aus dem Kraut wird für therapeutische Zwecke das sogenannte Rotöl hergestellt. Dieses verwenden wir zum Beispiel in der Massage nach Preuß. Und im zweiten Teil dieses Videos, da bekommt ihr eine exakte Anleitung, wie ihr dieses Öl auch selbst zu Hause herstellen könnt. Das Johanniskraut ist eine mehrjährige Pflanze, die in Europa, einigen Teilen Asiens und Afrikas sowie in gemäßigten Klimazonen Nordamerikas heimisch ist. Die Pflanze erreicht eine Höhe von bis zu einem Meter und blüht von Juni bis August mit leuchtenden gelben Blüten, die in dichten Büscheln stehen. Traditionell ernten wir das Kraut am Tag seiner höchsten Blüte, das ist der 24. Juni, das ist der Johannistag. Das Kraut, das wächst gerne an Waldrändern, Gebüschsäumen und auf natürlichen Wiesen. Die Blätter, so wie ihr sie hier seht, sind klein, oval und haben eine reiche grüne Farbe. Und wenn wir sie genauer betrachten, dann können wir durchscheinende kleine Punkte erkennen. Wie gesagt, der Legende nach hat der Teufel ja das Kraut durchlöchert und das sind eigentlich Öldrüsen. Das ist auch ein Erkennungszeichen des echten Johanniskrautes. Halten wir die Blätter gegen das Licht, so sehen wir winzig kleine, durchscheinende, helle Pünktchen und somit ist es nicht verwunderlich, dass unsere Urahnen gedacht haben, es seien kleine Nadelstiche. Betrachten wir die kleinen Blätter genauer von der Unterseite, so sehen wir eben diese dunklen Punkte. Das sind die Öldrüsen und daraus wird quasi dann das Rotöl gewonnen. Wenn wir nun die kleinen Blätter oder die Blüten zerreiben, dann tritt der charakteristische dunkelrote Ölsaft aus. Aufgrund dieser Eigenschaft war das echte Johanniskraut lange Zeit eine sehr wichtige Färberpflanze. Der Legende nach stellt der Pflanzensaft nämlich das Blut von Johannes dem Täufer dar und die Pflanze heißt umgangssprachlich auch Herrgottsblut. Die jungen Triebspitzen und zarten Blätter können wir im Frühjahr und Sommer in den Salat mischen oder in Kräutersoßen unterrühren. Zudem eignen sich die Blüten als hübsche, essbare Dekorationen. Johanniskrauttee wird aus dem blühenden Kraut des Johanniskraut zubereitet. Man kann Johanniskraut natürlich auch einfach trocknen. Dazu hängt man es an einen schattigen, gut lüftigen Platz und kann so auch im Herbst und Winter die Heilkräfte des Johanniskrauts nutzen. Zur Herstellung eines Johanniskrauttees gibt man 2 Teelöffel frisches oder getrocknetes Kraut in 1 Liter kaltes Wasser. Das Wasser mit dem Johanniskraut dann kurz aufkochen und dann sofort abseihen. Es wird empfohlen, nicht mehr als 2 oder 3 Tassen pro Tag zu trinken. Dieser Tee wird bei nervlicher Erschöpfung, Stimmungstiefs, leichten Depressionen, Stress, aber auch zur Klärung der Leber verwendet. Auch zur Erholung nach schweren Krankheiten wird Johanniskrauttee zur Unterstützung der Genesung empfohlen. In traditionellen Schlaf- und Beruhigungstees ist auch Johanniskraut eine sehr wichtige Zutat. Das Johanniskraut wird in der traditionellen europäischen Medizin als standardisiertes Präparat häufig verwendet, insbesondere zur Behandlung von Nervosität und Angstzuständen, aber auch bei Depressionen und Schlafstörungen. Es hat sich gezeigt, dass die Wirkstoffe wie das Hypericin und das Hyperforin, die im Johanniskraut vorkommen, dazu beitragen, das Gleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn zu stabilisieren. Darüber hinaus wird Johanniskraut auch zur Behandlung von Wunden, Verbrennungen, Arthrosen und Muskelschmerzen eingesetzt, da es entzündungshemmende, schmerzstillende und antibakterielle Eigenschaften besitzt. Deswegen gibt es im zweiten Teil dieses Videos die Anleitung dann zur Herstellung des Rotöls. Das Johanniskraut und seine heilenden Eigenschaften stehen im Zentrum vieler zeitgemäßer Forschungen.
Wer Interesse daran hat, sich einzulesen, hier sind dann zwei spannende Publikationen, die auf die pharmakologischen Eigenschaften des Krautes eingehen. Details findet ihr auch in der Beschreibung. Trotz seiner vielen positiven Eigenschaften kann Johanniskraut auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, insbesondere wenn es oral in Kombination mit anderen Medikamenten eingenommen wird. Die bekannteste Wechselwirkung ist die Reduktion der Wirksamkeit von Medikamenten durch die Induktion des Enzyms Cytochrom P450 im Leberstoffwechsel. Auch bei häufiger großflächiger Anwendung auf der Haut wird das Öl natürlich systemisch resorbiert und man sollte zudem aufpassen, dass man während der Einnahme von Johanniskraut oder auch der Anwendung keine phototoxische Reaktion erleidet. Das heißt, man sollte damit nicht ins Solarium oder Sonne gehen. In seltenen Fällen kann Johanniskraut auch hepatotoxische Effekte haben, das heißt leberschädigend sein. Deswegen vor der Einnahme von Johanniskraut bitte immer Rücksprache mit dem Arzt halten. Ich hoffe, ich konnte euch viele spannende neue Infos über diese wundervolle alte Heilpflanze geben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner Videos rund um Gesundheit und medizinische Themen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid.